Seetang des Piratenkönigs. Oder ist das ein Crafting Material gewesen? Stimmt, ne? Oh, ich kann Super Ether craften. Kompass des Piratenkönig. Das ist das Ding, was ich machen kann. Dafür hole ich die Relikte. Für den Kompass des Piratenkönig. Ich weiß ja nicht, boah. Drei ATB-Leisten, ist das so strong? Ich weiß ja nicht. Wenn man die immer wieder nutzt und raushaut, die ATB-Leisten, dann bringt der doch nicht so viel. Der Kompass offenbart dir den Schatz, wurde gesagt. Ja, wer schockt's, ey. Ich hoffe, dass der mir einen Schatz offenbart. Also, wenn der... Wenn das Item, was ich kriege, genauso useless wie der Kompass selbst ist, dann, Also ich erwarte irgendwie, dass ich, keine Ahnung, eine Waffe kriege, die Sephiroth one-hittet. Als Belohnung, wenn ich hier den ultra krassen Piratenschatz ranhole. Ein Wächter des Piratenschatzes, der Kanonier des Seeräuberschiffs, schwingt sich in die Lüfte und versenkt so viele Schiffe, dass die See sich blutrot färbte. Der Huyat Quatl, was auch immer das für ein geisteskranker Name ist, wechselt im Kampf zwischen einem entladenen und einem aufgeladenen Modus. Letzterer kann durch starke Angriffe, die seine elementaren Schwächen ausnutzen, induziert werden. Wird er im aufgeladenen Modus attackiert, setzt er elektrische Schläge frei, die den Angreifer unter Schock setzen, ist dabei allerdings auch selbst schockanfällig. Ich zähle auf mich. Auf Onkel Barrett ist bei uns, gib alles. Schade, Onkel Barrett, dass du mich nicht geheilt hast. Ja, der hat ja auch wieder keine MP, ne? So wie es aussieht. Oh, Barrett. Zieh dich zurück. Hab ich
übertreiben. Ist kurz verstanden. Dann zeig mal, was du kannst. Hey, geht's noch? Hey, das wird schon wieder. Was für eine Blabla. Jetzt gibt's eine Lehrstunde. So. Wird am Ende nur so ein Haken für Barrett, damit du ein bisschen Pirat spielen kannst. Junge, also da sind wir schon wieder bei dem Punkt, wo ich sagen würde, da wäre ich schon stinksauer. Also wenn ich für Barrett nur so einen Piratenhaken kriegen würde, das, also, da wird es schon ordentlich krachen, glaube ich. So, zwei Relikte haben wir. Kann's losgehen? Das nächste ist dann hier oben, ne? An der Insel gewesen. Ja. Oh, da ist wieder so ein lilanes Fass. Seetang des Piratenkönigs. Ach nee, nicht schon wieder ein Drache. Ach Mann, ey. Niemand wird hier aufnehmen.
Kann ich schaden. Okay. Junge, was für ein nerviger Gegner wieder mal, ne? So. Moin Moin G-Time, stößt du später auch bei Satisfactory dazu? Nee, ich bin nicht dabei. So. Dann gehen wir mal hier hoch. Sebaret, Dankeschön für 15 Monate. Liebe, geht raus. Ich danke dir für den Support. RipRed, Dankeschön auch an dich für 12 Monate. Moin! Alles gut? Liebe geht raus. So Leute, wir müssen noch einen Piratenschatz holen hier. Dann haben wir's. Chat. Ein Schatz fehlt noch fürs One Piece.
muss nur gerade hier mal gucken. Ey, bin ich hier überhaupt richtig? Wait. Das sind die beiden Inseln, ne? Und ich soll... Da... Unten hier soll ich hin. Okay, alles klar. Ich steuere genau darauf zu. Endlich sehen wir, was Gold Roger versteckt hat. Ich sag's dir, ich glaube, ich hab's schon irgendwie, ich hab's im Gefühl, das wird eine pure Enttäuschung, was ich kriege. Das wird für mich eine pure Enttäuschung. Ich hoffe jetzt auf irgendwas richtig Geiles und dann wird das so ein richtiges Useless-Item sein. Irgendwas für die Sammlung oder so. Nutze seine elementaren Schwächen aus, um ihn zu den Schock anfällig zu machen. Je länger der Kampf andauert, desto kampflustiger wird. Er lässt bis zu 3 Schlachtrufe ertönen, die ihn jedes Mal stärker werden lassen. Zack. Den haben wir auch so erledigt. Jetzt haben wir alles. Da wollen wir mal gucken. Jetzt müssen wir erstmal das Ding craften, ne? Mein
kann ich noch nicht. Da brauche ich Talisman des Weltenbaums. Wo war der denn? Piratenkompass war das, ne? Kompass des Piratenkönig. Seht doch nur die Schatzkarte. Ihr habt es tatsächlich geschafft, mutige Schatzsucher. Daher werde ich euch den Kompass überlassen, der mich und meine Mannschaft stets geleitet hat. Die See kennt keine Wege. Im Gegenteil. Ihre Nebel und Winde führen einen zuweilen gar in die Irre. Und vor so mancher Riesenwelle muss selbst der stärkste Mann kapitulieren. Sie reißt einen mit sich in die Tiefe. Doch ich wusste, auf meine Mannschaft ist stets Verlass. Bei uns war jeder willkommen, und sei es ein Dämon. Wegen unserer Stärke wurden wir allzu oft zum Ziel anderer Piraten. Sei es drum, wir lachten der Gefahr ins Gesicht. So glaubt auch ihr stets an eure Kameraden und stürzt euch ins Abenteuer. Dann wird euch mein Kompass sicher gute Dienste leisten. Nun denn, möge euch das Glück auf allen Wegen und Wogen hold sein. Hast du gehört? Das ist Wahnsinn! Mit diesem Kompass finden wir bestimmt überall noch viel mehr tolle Schätze. Bist du auch so aufgeregt wie ich? Ach, geht so. Schließlich müssen wir ja erstmal den Planeten retten. Ohne Planet kein Meer. Ja, wir werden das Schiff schon schaukeln. Reiten wir also auf den Wellen des Lebensstroms unserem nächsten Abenteuer entgegen. Leinen los! Der Kompass des Piratenkönigs. Du hast mittels Synthese einen legendären Gegenstand hergestellt. Den Kompass des Piratenkönigs. Lass dich auf deinen Reisen zur Wasser mit der Tiny Bronco von ihm leiten und zu ganz besonderen Schätzen führen. Ich bin mal gespannt, Chat. Mal abwarten, was da auf uns wartet jetzt bei den Schätzen. Kevin, sieht ihr die Enttäuschung an? Ich sag ganz ehrlich, ich bin nicht überzeugt. Ich habe das Gefühl, dass der Kompass ein riesengroßer Scam ist. Ich habe das Gefühl, dass er ein riesengroßer Scam und eine Enttäuschung ist. Ja, er bringt mich nur zu diesen Scheißfässern mit Seetang. Alter, ist das eine Scheiße! Bro, wofür habe ich denn jetzt die ganzen Relikte gesammelt? Damit ich Kack-Seetang aus dem Wasser holen kann. Da kracht's gewaltig jetzt. Ich kann nicht mehr. Das macht mich mental fertig. Bringt dir der Seetang überhaupt irgendwas? Nee, bis jetzt kann ich den nirgendwo nutzen. Nichts Wichtiges oder so. Wir machen hier eine Schnellreise hin. Alright. Der Kompass hat mich enttäuscht. Schade. Nach meinem
Kommunikations-Upgrade liegen noch keine Belastungstests zur Performance vor. Deine Spielstärke sollte für eine empirische Analyse ausreichen. Möge der Reckenstärkere gewinnen! Grangalan. Ah, komm. Let's go. Das ist nicht gut für mich. Der würde jetzt gewinnen. Kein Problem bis jetzt. Noch bin ich im Vorteil. Ach, jetzt hat er schon wieder was zum Austauschen gehabt. Ist das nervig, ey. Boah. Ich guck mal, ob ich noch bessere Karten habe, die ich auch reinmachen sollte.
Da muss ich mal gucken. Ich glaube, ich tue einen Gardist raus. Davon einen. Den Sturmgardist tue ich raus. So. Und die nehmen wir noch mit rein. Oh, jetzt habe ich ausgesehen. Erfolgreich abgeschlossen. Erhöhung der Spielstärke durch Versionsupgrade bestätigt. Spielinitialisierung einleiten. So, jetzt gehen wir noch mal eine Runde rein. Jetzt habe ich nämlich auch ein bisschen was, wo ich austauschen kann immer. Jetzt hab ich das Problem, dass ich aber nicht die Karten reinbekomme, mit denen ich dann spielen sollte. Die kann man auch nur durch Austauschen drauflegen, ne? Das ist natürlich richtig wack. Spielt er den in der Mitte? Ich hab's mir gedacht. Kann nochmal neu starten. Okay, das sieht schon besser aus, die Hand. Fängt aber auch immer mittig an, der Dreckskerl, ne? Thank you.
Okay, ich hab gewonnen. Junge, 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 was für ein Gegner wieder. Flo, dankeschön für die Likes. Kritischer Fehler! Kritischer Fehler! Ihre reguläre Spielstärke detektiert. Stärkte Suchabfrage. Ergebnis liegt vor. Übereinstimmung mit dem Schöpfer von Blut der Königin, Lidl Balmon, bestätigt. Führe weitere Suchabfrage durch. Nachruf über Lidl Balmon. Sowie Sprachnachricht des Reporters, der den Leichnam fand, im Archiv vorhanden. Spiele Sprachnachricht ab. Ich befinde mich hier vor dem Haus von Lidl Balmon, dem Schöpfer von Blut der Königin. Hoffen wir, dass er Zeit für ein kurzes Interview hat. Was ist das für ein fürchterlicher Gestank? Kaum auszuhalten. Herr Balmon, sind Sie hier? Es ist entsetzlich. Herr Balmon ist tot. Seit wann liegt er da schon? Dem Zustand der Leiche nach zu urteilen, schon eine ganze Weile. Die Autopsie stellte gravierende Nahrungsmangel als Todesursache fest. Der Zustand vor Ort ließ darauf schließen, dass er Blut der Königin spielte, ohne Nahrung und Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Neben dem Leichnam liegen jede Menge Karten verstreut herum und... Moment, was ist denn das? Diese Karte. Ist das etwa... die... An dieser Stelle bricht die Sprachnachricht ab. Im Besitz von Herrn Balmon befand sich die Karte Blutrote Königin, welche ein Unikat ist. Doch wurde sie im Nachlass nicht gefunden. Daher wird angenommen, dass der Reporter, der ihn aufgefunden hat, sie entwendete. Seit dem Vorfall ist der Reporter spurlos verschwunden. Unerwartetes Herunterfahren bestätigt. Neustart wird eingeleitet. Dieser Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Reinitialisiere. Aktivitätenprotokoll. Letzter Eintrag. Niederlage gegen Cloud bei Blut der Königin. Stimmt. Erneutes Versionsupgrade zur Erhöhung der Spielstärke zwingend erforderlich. Vielen Dank, dass du mit mir gespielt hast. Ich gratuliere. Du hast nun den Rang Blutgraf erreicht. Cloud. Gina, die geniale Kartenspielerin, der du auf der Fähre begegnet bist, hat sich offenbar in Gongaga niedergelassen. Eine weitere Partie zwischen euch beiden wäre unumstritten ein echter Geniestreich. Fordere sie doch heraus. So. Dann ins Gold Saucer.
Lasst uns getrennt nach Dio suchen. Okay. Aber keine Extratour zu den Spielautomaten, Fräulein. Cloud, hast du mal kurz einen Moment? Es gibt da etwas, das ich euch zum Tempel des alten Volkes bisher verschwiegen habe. Ich habe von einer nicht ganz so erbaulichen Legende gehört. Und zwar? Also angeblich ist noch niemand wieder lebend aus dem Tempel zurückgekehrt. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob ich euch wirklich dahin führen sollte. Mach dir deswegen keinen Kopf. Ist doch nur eine Legende. Naja, mag schon sein, aber... Erstmal brauchen wir den Schlüsselstein. Und dafür Dio. So. Ich denke mal, dass ich jetzt hier im Gold Saucer nicht viel machen kann. Ich meine, wir können mal gucken. Neuer Schwierigkeitsgrad, Profi. Alter, und die haben schon wieder hier mehrere Strecken. Guckt's euch mal an, Chat. Komm, wir machen ein Rennen. Ich hab Bock drauf, Leute. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie die ganzen Tasten waren. Okay, ich muss nochmal neu machen. Das war doch X, ne? Die falsche Taste. Beschleunigen X. Let's go. Die hitten einen aber jetzt auch, um Ballons abzuluxen. Oh, okay, über die Dinger muss man drüber hüpfen. Shit. Okay. Aber eine Runde geht sehr lang.
Da habe ich genug Zeit, die jetzt aufzuholen und die dann zu schlagen. Shit. Komm, das schaffe ich. Jetzt baue ich schön Vorsprung auf. Gewonnen. GG. Boah, 210 Goldpunkte bringt das eine Rennen hier. Da machen wir später weiter. Bitte beehren Sie uns bald wieder. Achtung, meine lieben Chocobo-Freunde. Morgen wird das... Nehmen Sie ein Beat Square. Neue Rekruten. Willkommen bei den Kosmo-Rittern. Oder? Beginnen wir sogleich mit dem... Von Dio gab's ja keine Spur. Berichten zufolge sammeln die Gilgamesch-Truppen ihre Hauptstreitmacht auf der Rückseite des siebten Mondes. Die Aufgabe eures... ...die Linie des Feindes zu durchbrechen. So dann regt... ...diese... Moin, Sir Pupsi, alles gut? Von ihr hängt nicht nur unser Schicksal. Es war mir ein Vergnügen, Kupo. Verehrte Gäste. Hey, ich kann Dio nirgendwo finden. Aber sag mal, wusstest du, dass Jesse früher hier aufgetreten ist? Ja. Ach so. Wenn sie bei uns wäre, würde sie uns bestimmt von ihren ganzen tollen Rollen hier erzählen. Naja, oder auch nicht. Vermutlich würde sie sich eher darüber aufregen, wie viel Marco dieser Ort verschwendet. In jedem Fall wären wir gut unterhalten. Ja, da hast du wohl recht. Irgendwann stehe ich auch auf dieser...
der Bühne. Das Buffet in der VIP-Lounge war vom Allerfeinsten. Irgendwann stehe ich auch auf dieser Bühne. Bei mir ist alles bestens. Danke, danke. Wen erwischen wir denn da? Was? Komm später wieder, ich hab mir zu tun. Klar, lass dich nicht stören. Laut! Brauchst gar nicht so zu gucken. Ich hab schon alles abgesucht. Dieser Dio ist nirgends zu finden. Na, willst du nicht auch mal versuchen? Ja, komm, wir kämpfen gegen Yuffie. Im 3D-Brawler. Digga! Junge, sie kann so viele Angriffe! Heilige Scheiße! Ich habe keine Ahnung, Sir Pupsi. Ich habe das Game ja noch nie durchgespielt, deswegen weiß ich nicht, wie weit ich hier insgesamt bin. Aber ich würde schon sagen, dass ich in der Hauptstory sehr weit bin. So, ich gehe mal ganz kurz eine Minute AFK, Leute. Ich bin sofort wieder da. So. Da bin ich wieder, Chat. Kurz eine Kleinigkeit zum Mampfen geholt. Hoffentlich muss ich jetzt nicht selber kämpfen. Betrayer, moin! Betrayer, Entschuldigung. Oh? Oh, er ist tatsächlich hier. Hey, Herr Direktor! Irgendwas stimmt mit ihm nicht. Hallo, meine unerschrockenen Abenteurer. Gut seht ihr alle aus. Was ist passiert?
Nun, ich habe die Turks unterschätzt. Sie sehen nicht nach viel aus, aber... Und du bist nicht mehr der Jüngste, also übernimm dich nicht. Sag mal, Dio, erinnerst du dich an einen Schlüsselstein? Wir müssen ihn unbedingt finden. Und du bist der Letzte, der ihn gesehen haben soll. Das stimmt wohl. Er befindet sich in meinem Besitz. Also, er gehörte meinen Vorfahren. Die Zetra haben ihn angefertigt. Und deshalb gehört er dir. Willst du das damit sagen? Liebes, wenn du wirklich eine Nachfahrin der Zetra bist, dann gebe ich ihn dir natürlich gerne zurück. Aber unter einer Bedingung. Ihr werdet für mich in der Muskelmanege kämpfen. In der Schlacht um den Gold Saucer. Team Dio gegen den Corneo-Clan. Sollte meine Mannschaft verlieren, dann wird der Gold Saucer in Corneoland umbenannt. Okay, Freunde. Na, seid ihr denn auch alle fleißig am Pumpen? Hergehört! Yeah. Der Don fordert dich her! Ja. Na los, nimm dich schon! Oder wir können uns dann weiter! Ihr seht es ja, ich kann selbst nicht kämpfen. Ich war felsenfest davon überzeugt, es wäre aus. Da seid ihr aufgetaucht. Schicksal! Nein! Vorbestimmung ist das! Also, schließt ihr euch mir an und zieht in den Kampf gegen den Corneo-Clan. Also ich bin dabei. Für den Schlüsselstein. Richtig? Natürlich. Versprochen. Okay. Genau das wollte ich hören. Nun denn, ihr solltet für den Kampf bei vollen Kräften sein. Ruht euch also bei mir im Hotel aus. Gut, ich sag gleich den anderen Bescheid. Habe ich vorhin gefunden, Betray. Muss ich jetzt wieder in dem Horrorhotel pennen oder was? Ja. In Nibelheim. Habe ich das Schwert bekommen. 94. Nächtliches Rendezvous im Gold Saucer. Nachdem du dich im Haunted Hotel zur Ruhe begeben hast, beginnt das Nachtleben im Gold Saucer erst richtig. Je nachdem, zu wem du auf der bisherigen Reise die innigste Verbindung aufgebaut hast, ändert sich der Ausgang des heutigen Tages. Falls du also noch einmal deine Beziehung zu einem gewissen Charakter vertiefen willst, solltest du die Gelegenheit jetzt durch Abschließen bestimmter Aufträge wahrnehmen. Sie sollten sich vor ihrem großen Tag gut ausruhen. Das machen wir jetzt, weil ich müsste eigentlich mit Aerith jetzt das Date haben. Viel Glück für morgen. Ich werde im Geiste bei Ihnen sein. Mm-hmm.
Cloud. Hast du denn eigentlich schon mal ein Lied geschrieben? Bisher noch nicht. Aber ich wollte es immer mal machen. Dich schreckt so schnell nichts ab. Sehr beeindruckend. Lass das. Sei nicht so neugierig. Hier. Übernimm Cloud. Ich kümmere mich dann um Aeris. Klar doch. Na, ich soll bestimmt nach oben. Moin, Pit. Nee, die Jungs hatten mich erstmal nicht gefragt und... ist auch sowieso jetzt nicht so schlimm, weil ich bin gerade das Game hier am Zocken und wird eh alleine eher in die Survival Games zukünftig gehen wollen. Aeris schläft ganz schön viel, was? Ist auch besser so. Wieso? Weil Cloud immer noch krank ist. Zack, mach Cloud wieder gesund. Bitte. Das würde ich ja, wenn ich's könnte. Sag mal, es ist besser, dass Aeris schläft, weil Cloud noch krank ist. Warum? Na, weil... sie stirbt, wenn sie aufwacht. Hör mal, Marlene, das kapiere ich nicht. Du behältst es für dich? Wacht sie auf, bringt ein gruseliger Mann sie um. Cloud versucht sie zu retten, aber zu spät. Es ist ganz knapp, aber er kommt zu spät. Und Aeris mag Cloud und freut sich, dass er gekommen ist, um sie zu retten. Aber trotzdem stirbt sie. Darum muss Cloud ganz schnell gesund werden. Vielleicht kann er sie dann beschützen. Oh. Marlene, war das etwa ein Traum? Mhm. War es nicht. Okay. Ich lüge nicht. Das weiß ich doch. Bei allem, was hier passiert, glaube ich dir jedes Wort. Marlene, hey, nur eine Frage noch. Wer ist dieser gruselige Mann denn? Hä? Sag's mir. Er hat lange Haare. Silberne. Das ist mit einer der heftigsten Stellen bis jetzt gewesen, storytechnisch. Ach, Zack, sieh doch mal.
Die Blumen blühen. Tatsächlich. Das hier sind Aris Lieblingsblumen. Vielleicht wacht sie ja bald auf. Hoffen wir es. Elmira, ich bin eine Weile unterwegs. Muss mit jemandem über Cloud sprechen. Und mit wem bitte? Einem Arzt? Sowas in der Art, ja. Bleib nicht so lange weg. Ich habe mich schon so an dich gewöhnt. Ohne dich habe ich Angst. Keine Sorge. Mit dem Motorrad geht's schnell. Okay, achten Sie auf Aris und Cloud. Ach ja, und falls sie aufwacht, lassen Sie sie nicht abhauen. Das sagst du so leicht. Aris lässt sich nicht einfach wegsperren. Du kennst sie doch. Versuchen Sie es. Für mich. Also meine Vermutung ist, dass Aris nicht die einzige Cetra ist, sondern dass Marlene auch eine Cetra ist. Weil sie als einzige empfänglich war für diese Offenbarungen für die Zukunft, für die Voraussicht. Niemand anders konnte sie das bisher mitteilen. Also die hat das ja nur bei Red, also Nanaki, gemacht. Und bei Marlene. Darüber, warum ich überlebt habe. Ich weiß jetzt, warum ich hier bin. Für Avalanche. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Heute Abend ist es also soweit. Tu mir einen Gefallen und halte dich von Reaktor 6 fern. Pass auf dich auf. Biggs. So doch nicht! Das habe ich nicht gemeint! Ich muss zu Elmira! Levin Luke, moin. Du hast geschlafen, nicht wahr? Man sieht's in deinem Gesicht. Weißt du, die Aufführung von Loveless geht bald los. Und ich konnte Karten ergattern. Wollen wir hingehen? Wir brauchen immerhin noch einen Ausgleich fürs letzte Mal. Ausgleich? Weil wir bei dem Pärchen-Event nicht zusammen Riesenrad fahren konnten. Was ist mit den anderen? Warum? Vergessen wir die nicht mal kurz? Los! Es geht in die Tiefe.
Aufmerksamkeit! In Kürze beginnt die Sonderaufführung der Loveless G Edition. Alle Zuschauer werden gebeten. Loveless G Edition. Wollen Sie die Aufführung sehen? Herzlichen Glückwunsch. Möchten Sie selbst singen? Ich? Sword Art Online oder was? Jesse war wirklich ein Star. Hä? Bei unserer heutigen Aufführung erwartet sie eine ganz besondere Überraschung. Verehrte Zuschauer, selbst zu Beginn dieser Geschichte. Nur sie können den Drachenkönig besiegen.
Seht her! Vor euch erhebt sich die mechanische Metropole Gardia. Errichtet mit Schweiß und Blut. Ein Monstrum, gequält von unbändigem Hunger. Es fiel in die umliegenden Länder ein, verschlang ihre Städte und strebte danach, immer größer und stärker zu werden. Unsere Geschichte handelt von einem jungen Mann, der in dieses Chaos gerissen wurde. Sein Name war Alfred. Auf der Suche nach dem Geschenk der Göttin brach er auf in die weite Welt. Um als Held gefeiert zu werden, stürzte er sich wagemutig in die Schlacht. Nur um in die Hände der Feinde zu fallen und in ihr Verlies geworfen zu werden. Was, ich muss jetzt sogar spielen? Mein treues Schwert! Steh mir bei in diesem Kampf! Voranschreiten oder verweilen? Es wird Zeit, diese Ketten zu sprengen. Die Zeit drängt. Macht auf! Meinem Schwert verlangt es nach Rache! Was macht ihr hier? Euer Kummer, er drang bis zu mir an mein Ohr. Moin, Saftbockwurst. Barret, Junge. Geist scheint ja weiterhin ungebrochen. Richtig. Denn die Göttin ist gnädig. Sie allein wird meine Klinge führen. Nun denn, wen wird sein Schicksal zuerst ereilen? Ich stehe meinem Herrn treu zur Seite. Wir kämpfen gegen den Höllenhund. Die Zähne und Krallen des Höllenhundes sind gewetzt. Das wirst du am eigenen Leib spüren. Verdrückt.
Ja, aber ich verstehe nicht, warum das Dreieck vorhin verkehrt war. Es gibt kaum jemanden, der so behendig kämpft wie er. Die Bewunderung für seine Freunde liebt zweifellos Kraft. Aber bis zu einem Helden ist es fraglos noch ein weiter Weg. Also dann, seid mir gegrüßt, werter Alfred. Ich bin bloß ein einfacher Narr, doch will ich euch gerne die Zukunft vorhersagen. Was euch auch auf der Seele brennt, ihr sollt eure Antwort erhalten. Die Zukunft ist das Ergebnis zahlloser Entscheidungen. Unsere Wege sind verzweigt und lassen sich nicht in Gänze vorhersehen. Und dennoch, was aus einer Begegnung erwächst, strebt stets zum Gleichen. Und zwar zum Abschied. Gut, lassen wir es dabei bewenden. Unsere Geschichte will fortgesetzt werden. Erbebe vor der gewaltigen Stimme des mächtigen Drachen. Unsere Geschichte heißt Loveless. Es ist höchste Zeit, diese Welt wieder mit Liebe zu erfüllen. Denn nur sie kann den Drachenkönig Varvados in die Knie zwingen. O großer Alfred, offenbart uns eure Gefühle. Wählt euer Herzblatt und besiegelt eure Liebe mit einem Kuss. Nun denn, spannt uns doch nicht länger auf die Folter. Bitte trefft jetzt eure Wahl. Slamorox, danke für 33 Monate. Liebe geht raus. Ihr. Alfred. Schluss damit! Das verbiete ich! Liebe ist nichts weiter als eine Illusion! Weise Göttin! So führe meine Klinge! Ah!
Ach, zweimal Kreis. Ihr wurdet besiegt. Ruht in Frieden, tief im Abyssus. Wirklich beeindruckend, mein Held. Wahre Liebe triumphiert immer, nicht wahr? Was dich am Ende deiner Reise wohl erwarten wird? Das ersehnte Geschenk der Göttin? Oder doch bloß die Feuer der Rache. Die Zeit wird es zeigen, mein guter Alfred. Also tanze deinen Tanz. Tanze, bis die Fäden des Schicksals reißen und du haltlos zu Boden sinkst. Dort. Seht doch. Müsst ihr wirklich gehen? Meine Liebsten warten dort auf mich. Warum nur? Oh, Alfred. Bitte. Ihr dürft nicht sterben. Natürlich. Ich werde zurückkommen. Denn ich weiß nun, dass auch hier jemand auf meine Rückkehr wartet. Ein geliebter Mensch. Sid ist am Schlaf. Could it be chance?
Warum weint die denn jetzt? Das check ich nicht. Ja, Markus, das meinte ich ja vorhin, ne? Weil die Leute immer meinen, ja, das sind jetzt drei Teile und ich kaufe doch nicht drei Spiele, um das Originalspiel zu haben. Aber das ist ja auch viel aufwendiger, ne? Überleg einfach mal, wie das Rendezvous im Original ist und wie das hier ist. Also das ist ja Tag und Nacht der Unterschied. Du hast ja hier diese aufwendig gestalteten Szenen und alles, ne? Allein das Lied und so. Was für eine Erfahrung. Ich sehe das Leben mit ganz anderen Augen. Kann ich mir vorstellen. Vielleicht wirst du ja jetzt Sängerin. Wieso eigentlich nicht? Unser Riesenrad dreht nur noch ein paar letzte Runden. Lösen Sie Ihre Karten ein, bevor es zu spät ist. Oh, jetzt geht's ins Riesenrad. Letzter Aufruf für das Riesenrad! Was ich mich jetzt halt immer noch frage ist, warum die gerade geweint hat. Entweder weil sie Wedge, Bix und Jesse gesehen hat, oder weil sie sich dran erinnert hat, was passieren wird. Aber ich sehe schon, der Part wird auf jeden Fall auf YouTube einen Copyright-Claim kriegen. Das Video wird niemals monetarisiert sein. Als sie angefangen hat zu singen, habe ich mir direkt gedacht, das wird sofort entmonetarisiert. Ich wollte nur die Stimmung nicht kaputt machen. So, jetzt habe ich große Ansprüche an Square Enix. Eben war schon geil, jetzt müssen sie aber noch einen drauflegen. Los, Beeilung! Junge, Cloud ist so unangenehm. Holy shit! Oh, was ist das denn? Oh, wie toll! Ja aus. Oh. Oh, wie
Junge, wie aufwendig das gemacht ist, ey. Das ist geisteskrank. Findest du nicht? Weißt du, ich fand dich von Anfang an interessant. Weil ihr euch einfach so ähnlich seid. Er und du. Wie ihr euch bewegt. Die Gesten, die ihr macht. Doch ich habe immer nur ihn in dir gesehen. Bis jetzt zumindest. Aber nun... Nun bist du es, der mich interessiert. Ich will dich finden. Aber ich bin doch hier. Schon, aber... Hey, hat Tifa was gesagt? Wegen... Hey, Aeris. Also... Cloud scheint sich an immer mehr zu erinnern. An damals. An Zack. Hä? Nicht wirklich. Also zumindest nichts Wichtiges. Okay. Dankeschön, Cloud. Wofür? Ich hab doch nichts gemacht. Morgen zeigen wir es allen, wie auf dem Wallmarkt. Ja. Der Schlüsselstein soll angeblich beim heutigen Turnier als Hauptpreis vergeben werden. Wie gehen wir vor? Ich habe da schon eine Idee. Los. Lumania, ich fand's sehr gut. Vor allen Dingen, was ich krass fand, ist, dass sogar der Originaldialog drinne war bei dem Date. Verstärkung für den Spezialkampf. Wähle einen zusätzlichen Kampfgefährten aus, der zusammen mit Cloud und seiner Datebegleitung vom Vorabend in einer Gruppe kämpfen soll. Auch die anderen Gruppenmitglieder kommen beim Spezialkampf zum Zug. Bereite alle Charaktere auf den Kampf vor und melde dich dann an der Rezeption. Ja, Lumania, also die Leute, die das auch schlecht reden, die haben entweder
überhaupt keinen Plan von der ganzen Story und labern irgendwas. Oder die haben halt einfach gar keine Ahnung von Spieleentwicklung. Weil, also das ist so aufwendig alles gemacht. Also dazu sagen, der Preis wäre total überteuert und so, also das kann ich nicht nachvollziehen. Auf gar keinen Fall. Das Video wird so entmonetarisiert. Ich seh's kaum. Niemals wird das monetarisiert bleiben. Okay, die Fähigkeit ist viel geiler. Holy shit!
Jetzt geht's ans Eingemachte. Haltet euch bereit! Oh no, oh no, oh nein! Corneo-Kakteen! Och nein! Erfüllt von dem brennenden Gold des Clans, zu dem sie gehört. Die Messer gespitzt. Dies ist das letzte Match. Den Krieger gebühren Ruhm und Ehre. Oh no. Oh no. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt hab ich hier das Sagen. Okay, wir holen Cloud wieder erstmal. Boah, ich bin noch rausgekommen. Ja.
bloß nicht. So, meine Lieben. Jetzt ist brauchbar. Mit dieser Wendung der Ereignisse hat niemand gerechnet. Was für ein schöner Ballerei aus, meine Damen. Denn der Gang Feuer. Bro.